Herzlich willkommen zur Einführung in Machada 2004 auf Deutsch dieses Mal. Ich freue mich, dass so viele von euch erschienen sind heute Morgen und möchte euch gerne ein paar der Highlights von 2004 vorstellen, der Version von Machada, die wir erst kürzlich am 29. April herausgebracht haben. Natürlich heißt das jedes Mal, wenn eine neue Version herausgebracht wird, dass da viel Arbeit hineingesteckt worden war. Und deswegen möchten wir allen, die sich an dieser Release beteiligt haben, herzlich danken. Und das sind nicht nur die Entwickler, die alles umsetzen, oder die Frontend-Entwickler und grafischen Grafiker, die Machada schön aussehen lassen, sondern auch alle, die mitgearbeitet haben im Hintergrund. Und zum Beispiel Serverwartung machen, Business Analysis, Usability-Arbeit, Code-Review, Testen. Natürlich nicht zu vergessen auch unsere Übersetzer, die es ermöglichen, dass Machada in unterschiedlichsten Sprachen zur Verfügung steht. Sowie auch insbesondere die Organisationen, die auch finanziell zur Verbesserung von Machada beigesteuert haben. Wir haben da auch ein paar von denen heute in der Audienz sitzen oder im Publikum sitzen, sodass ich mich ganz sehr freue, Ihnen dann auch ihre neuen Funktionalitäten mit vorstellen zu können. Auf dem Fahrplan für heute steht, dass ich die Highlights von Machada vorstelle. Es gibt wie jede Version von Machada doch eine ganz schöne Reihe davon. Ich gucke auf die größten, die auch den größten Impact, den größten Einfluss haben. Und am Ende können wir dann gerne noch Fragen beantworten oder Kommentare abgeben. Und ich würde mich auch freuen zu hören, welche Features von denen, die ich vorstelle, euch dann doch am besten auch mit gefallen. Also lasst uns doch gleich einsteigen. Wenn man eine Machada-Instanz hat, besteht ja auch die Möglichkeit, dass man die in unterschiedlichsten Sprachen hat. Und in der Vergangenheit war es notwendig, dass man dann immer in die Einstellungen gegangen ist und dann nach unten gescrollt hat, um schlussendlich die Sprache zu finden und dann die Sprache umzustellen. Das macht sich jetzt alles etwas einfacher, nämlich gibt es sofort den Sprachumsteller hier auf dem Bildschirm neben den Hauptnavigationselementen, sodass man dann ganz einfach zwischen Englisch, Französisch und allen anderen Sprachen, die man auf seiner Instanz installiert hat, wechseln kann. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr aktive Übersetzer haben und Übersetzerinnen, die Machada auf dem Laufenden halten, so zum Beispiel insbesondere mit Japanisch, Französisch, aber auch Slowenisch, und Deutsch hat auch ganz schön nachgezogen wieder. Und auch erst seit kurzem haben wir ein komplettes arabisches Sprachpaket, was von Cambridge International zur Verfügung gestellt worden war. Nun, wenn man die Sprache wechselt, ändert sich die Oberfläche. Was nicht geändert wird jedoch, ist der Text, der in einem Blog-Eintrag oder dergleichen steht. Das muss dann trotzdem alles noch selbst in den Sprachen geschrieben werden, die man möchte. Und wir können im Moment noch nicht nur jeweils eine Sprache anzeigen, sondern es ist immer der gesamte Text, ob er jetzt auf Deutsch ist oder Englisch oder ein Mischmasch. Das bleibt dann Autorinnen und Autoren überlassen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da auch Übersetzungen von Text an sich mit reinzubringen. Und daher haben wir das jetzt erstmal nicht noch mitmachen können. Manche von euch, die sind auch auf einer sehr großen Instanz von Machada, sodass es dann doch zum Teil schwierig sein kann, die Leute zu finden, die der eigenen Institution angehören, wenn man jetzt ein Portfolio mit ihnen teilen will. So ein weiteres Usability-Feature, welches wir in Machada 2004 einfließen lassen konnten, ist, dass man zuerst immer alle die Leute sieht, die
in der eigenen Institution sind. Und da kann man dann nach ihnen suchen und sie werden zuerst angezeigt und alle anderen, die anderen Institutionen angehören, fallen dann weiter nach unten. Denn wir gehen davon aus, dass es ja häufig der Fall ist, wenn man auf einer Instanz von Mahara ist, wo mehrere Institutionen auch drauf sind, dass man doch eher am ehesten mit jemandem in der eigenen Organisation sein Portfolio teilen möchte und diese dann weiter nach oben rutschen sollten. Insbesondere dann auch, was sehr hilfreich ist, wenn es viele Leute mit dem gleichen Namen gibt. Das ist eine anscheinend eher doch kleine Änderung, aber sie bringt einen großen Nutzen mit sich, um dann auch schnell Leute finden zu können, mit denen man sein Portfolio teilen möchte. Da wir bei der Kollaboration sind, möchte ich auf ein sehr, sehr schönes Feature hinweisen, welches dank PH Benz und auch direkt mit Unterstützung dann auf Switch Portfolio zur Verfügung gestellt werden kann. Und hier seht ihr schon, die deutschen Wörter sind etwas länger als die englischen, weshalb die Platzersparnisse nicht so gut sind. Da muss man dann nochmal gucken, dass wir die Buttons vielleicht doch etwas größer machen können, um sie dann besser sprachlich mit anzupassen. Aber hier, was ihr jetzt sehen könnt, sind die persönlichen Labels. Im Deutschen wurde das Kennzeichen genannt. Und das heißt, dass man jetzt seine ganzen Resultate von Gruppen filtern kann. Ich kann jetzt also sagen, dass ich ein neues Kennzeichen hinzufügen möchte. Und das sieht genauso aus wie ein Tag, ein Kennwort. Wir haben es aber nicht Tag genannt, damit es nicht so Probleme gibt mit der Sprache, denn Tags sind ja auch schon in Mahara mit verwendet. Diese Kennzeichen hier sind komplett persönlich. Kein anderer kann sie sehen, was den Vorteil hat, dass jeder seine Gruppen organisieren kann, wie er oder sie das will. Da steht also der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich kann allen Gruppen, zu denen ich gehöre, ein oder wie ihr hier auch sehen könnt, mehrere Kennzeichen geben, damit ich sie dann besser finden kann. Und das funktioniert dann ganz einfach, sogar nur auf das Kennzeichen klicken, auf den Link und dann wird der Filter angefügt. Man kann auch weitere Filter hinzufügen, sodass dann die weitere Gruppen mit angezeigt werden können. Und das macht sich ganz gut, eben wenn man sehr intensiv an der Universität zum Beispiel mit Gruppen arbeitet, vielleicht auch Administratorin oder Administratorin in vielen ist und daher sich sehr viel ansammelt und man dann einfach durchgucken muss, ja, was interessiert mich jetzt am meisten, welche Gruppen muss ich sofort immer sehen, damit ich jetzt nichts verpasse oder schnell zu ihnen gehen kann. Nun kann ich das Filtern hier auf der Gruppenseite vornehmen. Und das Schöne ist, wenn ich auf diese Übersichtsseite zurückgehe, dann ist der Filter weiterhin da. Also der bleibt bestehen, auch wenn ich mich jetzt ausgeloggt habe, sodass man das wirklich ganz gut auch als Semesterorganisation verwenden kann. Der Filter wird auch hier im Seitenbereich mit verwendet, was man in den Einstellungen ändern kann. Und da dieser Filter in dem Seitenblock kann ganz anders aussehen als der Filter, den ich auf der Gruppenübersichtsseite habe. Und da alle guten Dinge drei sind, kann der Filter auch auf der Profilansicht verwendet werden in dem Bereich der meine Gruppen, sodass da wieder eine ganz andere Filtrierung vorgenommen werden kann, als sie jetzt auf der persönlichen Gruppen
Überblicksseite ist, denn es könnte ja durchaus sein, hier sollen nur bestimmte Gruppen anderen Leuten angezeigt werden, weil ja die Profilseite allen zur Verfügung steht, die darauf zu, die in der Institution sind oder zum großen Teil auch auf einer kompletten Instanz von Mahara. Wenn wir gleich bei den Gruppen bleiben, ist das jetzt eine schöne Neuerung, wie man persönlich seine Gruppen organisieren kann. Wenn es sehr viele Gruppen auch in einer Organisation gibt, die auch jetzt angelegt werden müssen, ihr seid das automatisch oder von einer Person, macht es sich ja schon ganz schwierig, wenn das immer alles per Hand gemacht werden muss und man immer die ganzen Gruppeneinstellungen wieder ändern muss. In der Vergangenheit hatten wir das dann damit gelöst, dass wir die Datenbank angepasst haben für unsere Kunden. Aber mittlerweile haben wir die Möglichkeit, das auch direkt in Mahara zu machen. Denn da gibt es die Default Group Settings. Und jetzt hatte ich noch nicht auf Deutsch umgestellt. Nehme meinen kleinen Language Toggle und komme dann sofort auf das deutsche Interface, wo ich dann alle Gruppeneinstellungen festlegen kann, um eben zu sagen, ob das eine Anfragengruppe sein sollte, welche Rollen drin zur Verfügung stehen sollen, ob eine Empfehlung gemacht wird und so weiter und so fort. Und diese Einstellungen sind dann genommen für jede neue Gruppe, die von diesem Zeitpunkt aus angelegt wird. Diese Einstellungen können aber auch jederzeit wieder geändert werden. Ähnlich wie auch die Vorlage für Ansichten, Profile oder Gruppenansichten. Wenn wir uns das jetzt angucken, die Anfragen sind hier, es ist sofort eine Kursgruppe, Empfehlungen sind da und auch nur Gruppenadministratorinnen können Inhalte anlegen oder bearbeiten. Ich finde diese Funktionalität insbesondere gut, wenn man generell sagen möchte, dass jetzt bestimmte Gruppen oder dass Gruppen mit bestimmten Parametern angelegt werden sollen, die dann natürlich immer noch geändert werden können. Auf der anderen Seite macht sich das auch ganz gut zu Beginn des Semesters, zum Beispiel wenn man Gruppen mit Web Services anlegen möchte, dass alle diese Parameter gesetzt sind, die Gruppen werden automatisch generiert und haben dann die gleichen Settings, ohne dass jetzt ein Administrator immer wieder reingehen muss, um sie zu verändern. Und dann können sie auch wieder zurückgesetzt werden oder andere Settings können gemacht werden, sodass der nächste Schwung von Gruppen korrekt angelegt werden kann. Das waren unsere kollaborativen Neuerungen, die wir in Mahara haben. Jetzt noch etwas zur grafischen Oberfläche, was alles etwas netter aussehen lässt und auch mehr zur Visualisierung beiträgt. Und das ist der Fall, dass wir ja in vor etlichen Versionen mittlerweile unsere Ansichten und Sammlungen in eine Übersichtsseite zusammengepackt haben. Und es möglich ist, da jetzt eben sie als so Karten anzusehen, um auch ganz schnell Beschreibungen zu sehen und auf unterschiedlichste Aktionen zugreifen zu können. Was wir uns aber schon damals gedacht hatten, war schon, dass es doch ganz schön wäre, wenn man jetzt hier auch ein Bild mit reinnehmen könnte. Und das ist jetzt möglich. Wenn man auf Bearbeiten klickt, und dann in die Settings hinein gibt es unter Erweitert die Möglichkeit, ein Cover-Image, ein Bild hochzuladen. Das ist jetzt einer der Language Strings, die noch nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Da könnt ihr euch überlegen, was ihr da machen wollt. Und weil die Karte ja recht klein ist, sollte auch das Bild, was hochgeladen wird, eher klein sein. Wenn das dann gemacht wurde, dann kann die Seite ganz bunt aussehen und
es ist dann einfacher für jemanden, seine Portfolios zu finden. Wenn jetzt eine Beschreibung da ist, wird die auch mit eingeblendet. Und Cover-Images gibt es nicht nur für Ansichten, sondern auch für Sammlungen. Da nutzen wir nicht das Bild von der ersten Ansicht, sondern laden ein separates Bild hoch, sodass jede Ansicht ein Bild haben kann, aber dann die Sammlung ihr eigenes. Das Schöne ist auch, dass ihr diese Bilder schon in Vorlagen mit anlegen könnt und diese dann sich mit in die Accounts von euren Nutzerinnen hineingelegt werden. Im Moment ist dieses Feature nur auf den Ansichten und Sammlungen zur Verfügung gestellt. Was wir uns aber sehr gut vorstellen können, ist, dass dann auch, wie zum Beispiel die letzten Änderungen auf der Startseite, dass da diese Bilder mit verwendet werden könnten, hier in den neuesten Änderungen oder wenn eine Liste von Ansichten gemacht wurde. Der Kunde, für den wir diese Funktionalität entwickelt hatten, hatte auch schon überlegt gehabt, dass man das für Gruppen-Homepages machen kann, so dass man dann eben statt einer langen Liste von Gruppen da auch Bilder mit haben kann, die angezeigt werden können, um bestimmte Gruppen schneller zu finden. Wir sind jetzt also in einer sehr guten Ausgangslage für viele weitere Entwicklungsarbeiten, die darauf aufbauen können. Bevor wir uns in weitere oder in eher administrativere Gefilde begeben, habe ich noch zwei neue Features, die auf der persönlichen Ebene zu finden sind. Und das eine ist, dass man jetzt die Dateiendungen bestimmen kann, die Dateitypen, die auf Mahara hochgeladen werden können. Das kann in der Konfigurationsdatei festgelegt werden, um auch jetzt sicherzugehen, dass jetzt zum Beispiel keine Excel-File-Dateien hochgeladen werden oder andere, die generell doch unter Umständen mit Viren behaftet sind, sodass dann auch die IT da auch ein Häkchen mitsetzen kann, sagen kann, ja, wir haben jetzt bestimmte Dateitypen eingeschränkt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu restriktiv wird, dass dann eben bestimmte Dateitypen, die Studierende oder Lernende allgemein verwenden, dann nicht mit da sind und es dann ihnen verhindert, ihre Portfolioinhalte hochzuladen. Wenn wir jetzt das ganze Portfolio haben, muss man manchmal auch ein Backup machen oder sollte man manchmal ein Backup machen für die persönlichen Archive oder unter Umständen wechselt man ja auch die Universität und wenn man dann nicht auf einer Plattform bleiben kann, sondern auch die Mahara-Plattform wechselt, ist es notwendig, dass man einen Export macht. Nun, in der Vergangenheit haben wir immer gesagt oder haben wir jetzt immer empfohlen, dass ein Export gemacht wird, sowohl HTML als auch Leap2A. Das ist das Format, welches sich wieder in Mahara importieren lässt, sowie auch in andere Plattformen, die dieses Importformat unterstützen. Und da fragt man sich natürlich, ja, wenn ihr das immer sagt, dass man das beides runterladen soll, wieso kann das nicht alles zusammenkommen? Und das haben wir jetzt gemacht, dass man jetzt eben nicht mehr sich überlegen muss, brauche ich jetzt ein HTML, brauche ich jetzt eine Leap2A, brauche ich beides, jetzt habe ich nur eins runtergeladen, was ist mit dem anderen? Sondern man klickt einfach auf Export und dann kommen beide Formate an. Denn man greift auf die gleichen Dateien zurück. Und daher, wenn man jetzt was auf Mahara wieder importieren will, guckt man halt auf das Leap2A. Und wenn man nur den HTML-Export braucht, gibt es nur HTML. Wie ihr jetzt hier aber auch schon auf dem Bildschirm hoffentlich sehen könnt, ganz kurz vorbeigekommen, ist, dass wir auch einen PDF-Export haben. Und zwar
Ist das ein experimentelles Feature, welches wir in Mahara implementiert haben, Mahara 2004. Und das erlaubt uns, alle Ansichten, aber auch Sammlungen in PDF-Dateien auszulesen und sie als PDF-Dateien abzuspeichern. Hier haben wir jetzt den Export, den ich gerade gemacht habe. Und weil ich den PDF-Export auch mit freigegeben habe, kommt der sofort auch in dem kompletten Export. Also nicht nur HTML und Lib2A, sondern auch PDF. Und wenn man sich die ZIP-Datei dann etwas näher anschaut, bekommt man halt die Lib2A-Datei, die Exportinformationen mit den ganzen Dateien, hat dann auch PDF und HTML zur Verfügung, wo man dann sich wie gehabt alles auf HTML anschauen kann oder dann das PDF. Ich hatte jetzt gerade meinen Ges. Ja. Ja, hallo Hi, hier Carsten. ist Carsten Wolf aus Bremen. Ich hätte ganz kurz dazu eine Mhm. Frage, weil das wirklich su super ist, dass das jetzt einfach alles einfach rausballert. Könnte man das tut ja das gesamte, alles, was ich bisher habe, im Endeffekt dort exportieren. Ja, könnte man das auch nutzen für die Dokumentation von Abgaben von Portfolios? Also weil wir das Problem haben, wenn die Studierenden bei uns ihre Portfolios abgeben, dann müssen die archiviert werden. Und bisher war es halt immer so, dass dann die, wenn dann nochmal kommt, man da reinschauen will, dann hatte man halt immer nur die Lib2A und das muss man Genau. irgendwie importieren und so. Und das Das bedeutet also, wir haben funktioniert jetzt auch mehr mit der Abgaben. Abgabe. Genau. Also Ja, jetzt, wo immer ein okay, das. Export, wo immer ein Export gemacht wird, wird das alles kombiniert. Und hier beim Portfolio exportieren hatte ich jetzt alle meine Daten exportiert, aber es besteht weiterhin die Möglichkeiten, dann Ah eben ja, nur alles klar. einzelne Ansichten oder auch Sammlungen zu verwenden. Und diese Exportmöglichkeit, dass der Export alle möglichen Exportformate, die erlaubt sind auf der Plattform, beinhaltet, gibt es auch für die Assignment Submission. Genau. Okay, super. Das hat uns unsere Produktivität gerade gleich viel gesteigert. Vielen Dank. So, das PDF ist natürlich eine flache Datei im Prinzip, aber das Schöne im Gegensatz zum PDF-Ausdrucken, was es ja schon längere Zeit für Mahara-Ansichten gab, ist, dass man eben zum einen, wenn man in einer Sammlung ist, alle Ansichten mit reingepackt bekommt in eine PDF-Datei. Jede Ansicht beginnt dann auf einer neuen PDF-Seite. Und zum anderen auch, dass die ganzen Artefakte mitkommen. Bilder sind ja generell kein Problem, wenn man sie jetzt direkt in der Ansicht hat. Aber ist da jetzt eine Textdatei drin oder ein PDF oder ein Audio- oder Videodatei, dann wird das ja beim Ausdrucken, verschwindet das ja alles komplett. Wohingegen bei diesem Export kommt das alles mit. Es gibt noch ein paar Ecken und Kanten in dieser Funktionalität, weswegen die im Moment nur als experimentelle Funktionalität eingebunden ist in Mahara. Denn zum Beispiel, was uns jetzt noch nicht möglich war, ist die Artefakte, die im Ordner mit exportiert sind, direkt auch in das PDF zu verlinken. Der Chromium-Browser macht das noch nicht, den wir dazu verwenden. Da gibt es noch ein paar Probleme auf bestimmten Plattformen. Und dann des Weiteren sind noch so ein paar andere Dinge, die nachgeschaut werden müssen. Und es ist halt experimentell, auch weil weitere Software mit auf dem Server installiert werden muss, damit der PDF-Export gemacht werden kann. Und weil wir auch noch gucken müssen, ja, wie verhält sich das jetzt, wenn zum Beispiel 100 oder 200 Portfolios anstehen, exportiert zu werden. Kann das die Export-Queue, die wir in Mahara mit haben, handeln? Welche Ressourcen sind notwendig, müssen wir da mehr Power geben. Und alle solche Dinge, die sind noch mit zu überlegen und auszuprobieren. Aber wir wollten das jetzt nicht alleine machen, sondern euch jetzt schon die Möglichkeit geben, diese Funktionalität zu testen.
unter die Lupe zu nehmen und dann auch euer Feedback zu geben, wie sie bei euch funktioniert, wo ihr euch vorstellen könnt, sie gut einsetzen zu können. Denn dadurch kann dann die Entwicklungsarbeit auch besser vorangetrieben werden. Das waren jetzt so alle Funktionalitäten, die Neuerungen sind in Bezug auf Dinge, die jetzt mit der Portfolioarbeit an sich zu tun haben. Aber wir haben auch ein paar neue Funktionalitäten drin, die insbesondere für Organisationen interessant sind, die jetzt ein Mahara verwenden, wo mehrere Institutionen drauf sind. Aber auch solche, die Mahara an ein Single Sign-On Authentifizierungssystem angebunden haben, um komfortabel sich auch einschreiben zu können in Mahara. Und da wollte ich jetzt euch ein paar dieser Funktionalitäten auch noch mit vorstellen, bevor wir dann in die Fragerunde gehen. Wenn man auf eine normale Mahara-Instanz geht, wo Single Sign-On zum Beispiel basierend auf SAML oder Shibboleth, das kann dann auch Azure Active Directory sein, verwendet, war es ja immer so, dass man hier den Nutzernamen hat, Passwort und dann so ganz klein steht der SSO-Button. Häufig ist es ja dann aber so, dass SSO das die wichtige Authentifizierungsmethode ist und das interne Login zweitrangig ist. Und da haben wir in der Vergangenheit immer das alles über eine Customization gemacht, sodass dann das nicht direkt mit in Mahara war, sondern für jeden Kunden dann halt selbst mit hingelegt werden musste. Das haben wir jetzt aber geändert. Und sobald Single Sign-On aktiviert ist auf einer Mahara-Seite oder Mahara-Instanz, dann dreht sich die Authentifizierung, das Authentifizierungsfenster herum, sodass dann SAML zuerst kommt und danach erst das häufig ja nur für Administratoren wichtige Administratoren-Login. Wenn jetzt eine zweite SAML-Instanz hinzukommt, eine zweite Institution, dann kommt dann hier ein zweiter Button hin, wo man auch den Text mit ändern kann. Das muss also dann nicht auch SAML-Login heißen. Man kann dann auch Farben ändern und unterschiedlichste weitere Customizations dann in dem Falle mit vornehmen. Und ab der dritten Instanz kommt man dann ganz normal auf die Seite von Mahara, wo man dann die SAML-Authentifizierungsmethode auswählen muss. Natürlich, wenn jetzt in einer Institution auch die interne Authentifizierung von Mahara neben der SAML-Authentifizierung genutzt wird, kann auch diese Sprachdatei oder der Text hier mit Administrationslogin angepasst werden, sodass es nicht nur für Administratoren ist, sondern auch für andere. Eine weitaus größere Änderung, die wir dank Switch Portfolios in der Schweiz vornehmen konnten, ist, dass man jetzt seinen Account ohne Administratoreneingriff von einer Institution in Mahara zu einer anderen Institution in Mahara wechseln kann, sofern die Institution, in die man gehen möchte, auf SAML-Authentifizierung hat. Bisher war das so, dass man dann entweder eine Einladung geschickt hat oder man wurde angefragt, seinen Account zu wechseln. Dann musste der Administrator musste da den Account wechseln und dann auch die Authentifizierungsmethode noch mit anpassen. Was natürlich gerade bei größeren Institutionen ganz schön viel Aufwand sein kann. Und von daher ist das jetzt viel, viel komfortabler, dass man seinen Account einfach selbst wechseln kann, indem man auf das Account wechseln klickt. Ich sollte hier vielleicht auch mal Deutsch gleich noch mit einstellen. Und wir sehen dann, dass das hier auch funktioniert. Und dann kann ich meine Instanz auswählen, zu der ich wechseln möchte. Schicke dann eine Anfrage
was in einer E-Mail resultiert. Vorher muss ich mich an diesem Single Sign-On noch authentifizieren, damit auch sichergestellt werden kann, dass ich darauf Zugriff habe. Eine E-Mail kommt an meinen E-Mail-Account und dann kann ich verifizieren, ja, ich möchte meinen Account verschieben und mache das dann automatisch und bin innerhalb von wenigen Minuten fertig. Es ist also sehr komfortabel, eine sehr komfortable Lösung, die wir implementieren konnten und macht es dann vielen Administratoren einfacher, denn sie müssen jetzt nicht mit Studierenden darüber reden, wann ein Account gewechselt werden kann oder was ihre Nutzerkennung ist und dergleichen, sondern das können sie alles von sich aus machen. Wir haben dann noch ein paar weitere Sammeländerungen machen können, nämlich was bisher nicht möglich war, ist, dass jetzt, wenn jemand sich in Mahara anmeldet, dass die dann sofort eine bestimmte Rolle zugeordnet haben, bekommen hatten. Sondern das war immer notwendig, dass der Account bestehen musste. Und erst danach konnte man sagen, okay, das wird jetzt eine Lehrerin oder ein Administrator. Mit SAML ist das jetzt alles automatisierbar, dass man sofort sagen kann, wenn jetzt jemand eine bestimmte Rolle im Single Sign-On hat, werden die automatisch einer der Administratoren oder Staff Members oder sogar Gruppenadministrator, wo jetzt der Administrator in jeder Gruppe dieser Institution ist, um zum Beispiel Support zu geben. Und normale Gruppenadministratoren können dann diesen Administrator auch nicht rauswerfen, weil das ja eine Monitoring-Funktionalität hat. Und das ist dann sehr komfortabel. Des Weiteren sollte es mehrere Institutionen auf einer Mahara-Instanz geben und alle die gleiche Single Sign-On-Quelle verwenden, besteht da auch jetzt die Möglichkeit, Institutionen automatisch anzulegen, wenn sich ein neuer Nutzer oder eine neue Nutzerin anmeldet. Das ist insbesondere gut, wenn man eine sehr große Mahara-Instanz verwaltet, damit man auch wiederum weniger Administratorenaufwand hat. Das waren jetzt einmal im Schnelldurchlauf neue Features von Mahara im Hinblick auf die persönliche Portfolioführung, Verwaltung und auch administratorische Veränderungen, die es einfacher machen, mit Mahara auch an größeren Institutionen insbesondere zu arbeiten. Wie ihr vielleicht auch schon mitgesehen habt, insbesondere im Englischen gehen wir von dem Begriff der Users weg, und weil der doch etwas negativ belastet ist und wollen halt auch die Instanz und die Sprache in Mahara vermenschlichen und sagen dann im Englischen eher Menschen, Gruppenmitglieder. Manchmal muss es auch dann etwas technisch oder sehr unpersönlich mit einem Accountholder hergehen, Portfolioautoren und dann Institutionsmitglieder. Im Deutschen forcieren wir das nicht. Die meisten Sprachänderungen, die wir gemacht haben, haben wir still gemacht, sodass jetzt unsere Übersetzer nicht sofort alles wieder komplett neu übersetzen müssen, weil es ja von Sprache zu Sprache abhängt, ob der Begriff der User auch da vorbelastet ist oder nicht, sodass wir das dann den Übersetzerinnen überlassen, wie sie damit umgehen möchten. Neben diesen Änderungen gibt es noch etliche mehrere neue Features und auch Verbesserungen, die wir an existierenden Features vorgenommen haben, die ihr online mit einsehen könnt und wie gewohnt auch im Mahara-Handbuch nachlesen könnt. Da eher noch im Moment die englische Version, zum Teil gibt es schon eine deutsche Version, da ist aber noch ein bisschen mit dran Arbeit zu leisten, bis sie komplett ist. Wie auch bisher
könnt ihr Mahada herunterladen und auch selbst installieren, wenn ihr keine Supportfirma habt, sondern das alles selber macht. Alles steht wie gehabt zur Verfügung. Nun, mit Mahada 2004 lief der Support für Mahada 18.10 aus. Und das heißt gewöhnlich, dass eben dann keine Sicherheitsupdates mehr gemacht werden für diese Version und man auf eine neue Version umsteigen sollte. Dadurch, dass wir aber wissen, dass manche Institutionen nicht so schnell reagieren können und unter Umständen doch etwas länger auf einer Version von Mahada bleiben müssen, gibt es jetzt den erweiterten Sicherheitssupport. Und dieser macht es möglich, dass eine Version von Mahara, die nach einem anderthalben Jahr ihren Support von der Community verliert, weiterhin für 2 Jahre unterstützt werden kann im Hinblick auf Sicherheitsupdates. Das ist ein zusätzlicher Service, den wir von Catalyst aus anbieten. Der steht jetzt nicht allen Community-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung, weil da auch etliche Arbeit noch mit geleistet wird, das dann auch für zum Teil sehr alte Versionen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir uns gerade hier mal 21.10 anschauen, da wird dann immer noch 18.10 mit unterstützt, geleistet werden kann, weshalb das ein Premium-Support ist oder Premium-Service, aber durchaus angenommen werden kann, wenn das von Organisationen gewünscht wird, die für längere Sicht auf einer Version von Mahada bleiben müssen. Normalerweise bringen wir eben eine Version von Mahada jedes halbe Jahr heraus und unterstützen sie dann insgesamt für 18 Monate, bevor dann der Support für Sicherheitsupdates ausläuft. Das war es jetzt als erstmal von meiner Seite für die neuen Features. Und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde oder wenn ihr wollt auch länger Zeit für eure Fragen oder auch Anregungen, Kommentare zu den neuen Features von 2004. Und bitte nehmt auch gern das Mikrofon in die Hand oder drückt den Knopf, das Mikrofon zu verwenden. Und ihr müsst dann nicht nur den Textchat nutzen. Und ja, Carsten, .doc ist auch unsicher. Das kommt dann definitiv immer darauf an, was jetzt von Organisationen erlaubt werden soll für die File Extensions. Alex, du wolltest was sagen. Ja, warte, ich schalte auch mal meine Webcam frei, damit das vielleicht netter, wenn der da spricht, auch gesehen werden kann. Danke. Tja, funktioniert noch nicht, aber jetzt. Doch. Super. Hey, Christina. Hallo. Hallo, Community. ja, also super. Erstmal vielen Dank, das sind echt ganz, ganz tolle neue Features. Und ich habe noch eine Frage zu den Default-Gruppeneinstellungen, die du jetzt halt setzen kannst. Das ist eine tolle Sache. Und was uns dabei natürlich helfen würde, vielleicht eine Idee, wenn das andere auch so sehen, dann wäre das toll, wenn wir uns das da zusammenschließen können und vielleicht gucken können, wie man das umsetzen kann. Die Default-Gruppeneinstellungen. Uns würde das helfen, wenn wir zwei Default-Gruppeneinstellungen hätten, nämlich einmal für Site-Admins, also wenn du die Rolle Site-Admin hast und du legst eine neue Gruppe an, dass du da zum Beispiel gleich Einreichungen freigeschaltet hast, weil wir organisieren das so, dass Dozierende halt auch gleichzeitig Site-Admins sind. Und während jetzt normale Studierende bei uns, die brauchen in ihren Gruppen ja keine Einreichungen, also dass die einfach eine Gruppe haben mit anderen Grundsettings. Also das wäre von unserer Seite eine tolle Sache. Ja, zum Teil haben wir das schon gelöst, nämlich wenn, nicht komplett, sondern wenn jetzt ein Feature nur für Administratoren oder
seit Staff zur Verfügung steht. Ich schalte dich mal ganz kurz stumm, Alex, damit das Hintergrundgeräusch nicht da ist. So, wenn jetzt also ein Feature wie zum Beispiel die Submissions nur für Staff und Administratoren von denen in eine Gruppe angelegt werden kann, dann wird das Feature oder dann werden diese Einstellungen komplett ignoriert, wenn jetzt ein normaler Lerner das einrichtet. Deine Idee für die Gruppen, für die zwei unterschiedlichen Gruppeneinstellungen ist trotzdem noch eine sehr gute, denn es betrifft ja dann auch zum Beispiel das Anlegen von Inhalten, dass wenn man jetzt eine Kursgruppe hat, dass das nur Administratoren machen sollten oder nur die Lehrenden statt jetzt den Studierenden. Und das können wir im Moment noch nicht handeln, weil wir eben da nur eine Default-Einstellung haben. Ja, super, aber vielen Dank. Das hilft schon mal wirklich weiter. Ist jetzt immer noch dieses Geräusch da? Also ich habe hier wirklich kein Hintergrundgeräusch. Das ist Das nur, muss. wenn ich spreche. Da höre ich Oh. mich irgendwie im Hintergrund immer noch mit. Gut. Ja, also das war's von meiner Seite. Ansonsten super. Vielen, vielen Dank. Danke, Alex. Welches Feature gefällt euch denn überhaupt am besten? Sonja fragt, gibt es unter denen, die hier da sind, noch Interessierte, die an der Erweiterung des Kompetenzmanagements über Smart Evidence interessiert sind? Wenn dies der Fall ist, könnt ihr euch gerne hier kurz melden oder dann auch direkt eine E-Mail an Sonja schicken. Ihre E-Mail-Adresse ist im Chat. Genau, das würden wir dann tatsächlich auch, weil wir auf alle Fälle da großes Interesse dran haben und auch dran arbeiten. Insofern, hallo Sonja, wir melden uns bei dir. Wir sind ganz gespannt, was ihr da macht. Ja, Alex und Carsten waren auch diejenigen, mit denen ich im November gesprochen hatte über die Erweiterung von Smart Evidence, wo wir dann schon simuliert hatten, was sein könnte, um das System nutzerfreundlicher zu machen. Nachdem wir in Neuseeland schon an einem Prototypen angefangen hatten zu arbeiten, das Kompetenzmanagement jetzt nicht nur auf Ansichten zu verwenden, sondern auch es möglich zu machen, dass man es bei Artefakten anwendet und dann eben sofort Kompetenzen Bildern hinzufügen oder Bilder Kompetenzen hinzufügen kann zum Beispiel oder auch einen Blog-Einträgen direkt eine Kompetenz geben kann, statt jetzt immer alles sofort nur auf eine Ansicht nehmen zu müssen. Ich werde den Link dazu, zu dieser Wiki-Seite, wenn ihr euch dafür interessiert, auch mit in die E-Mail schicken, in der ich die Aufzeichnung euch mitschicke. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Kommentare? Es muss auch nicht alleine zu 2004 sein, sondern könnte auch zu zeitigeren Versionen sein. Und Urs, vielen, vielen Dank für den Link zur Anleitung des Transfers vom Portfolio. Ja, im November sollte, Urs fragt gerade, wann ich wieder in Europa oder der Schweiz sein werde. Für den November diesen Jahres war Machada Hui Deutschland, Österreich und Schweiz in der Schweiz geplant. Sogar, wenn ich mich recht entsinne, direkt in Zürich. Aber im Moment weiß ich noch gar nicht, was da passieren wird. Dadurch, dass wir ja immer noch sehr eingegrenzt sind, was auch internationales Reisen betrifft.
Und wir dann einfach schauen müssen, was gegen Ende des Jahres wird, ob die Veranstaltung stattfindet oder ob ich dieses Mal vielleicht dann doch eher nur aus der Ferne Hallo sagen kann. Sollte die Veranstaltung stattfinden, werden wir sie auf alle Fälle wieder ankündigen. Und sie würde aber, wenn sie stattfindet, immer an dem ersten Adventswochenende oder ja, am ersten Adventswochenende stattfinden. Das wäre dann also der, der 27., 28. November. Und das wird von der deutschen Mahada Nutzergruppe organisiert, die in Kassel hauptansässig ist, mit Dietmar Johlen, Hardy Hirt und Kollegen, insbesondere an der Oskar-von-Miller-Schule und der Max-Eid-Schule. Und genau, die machen das immer an dem ersten Adventswochenende, damit dann auch Glühwein getrunken werden kann, auf den Weihnachtsmarkt gegangen werden kann, damit alles auch etwas gemütlich ist und nicht nur Konferenz oder in dem Falle Barcamp, weil es ja immer eine Unconference ist. Also bitte schaut, haltet Ausschau nach einer Ankündigung, die wir entweder oder denke ich mal, hoffe ich, direkt schon im Juli machen werden können im Newsletter. Oder kurz danach dann auch im Newsforum auf mahada.org. Je nachdem, wann die Veranstalter wissen, wie es bei ihnen auch weitergeht, ob sie dann auch ob alle Leute auch reisen können, die gern daran mit teilnehmen wollen. Ich stoppe jetzt mal die